Hi, ich bin Charlotte Weise und falls ihr mich noch nicht kennt, ich behandle die Themen Naturkosmetik, vegane Ernährung, Lebensfreude in Form von Tanzen, mache auch Tanzevents, wo alle meine Follower kommen und ja, zeige faire Modeoutfits, versuche Leute zu motivieren, zu Demos zu gehen, Plastik zu sparen und alles Mögliche. Und heute zeige ich euch meine liebsten Produkte und alle möglichen Produkte, die ich so aufgebraucht habe oder die ich jetzt schon länger nehme. Und ich fange auch direkt schon an mit Reinigung. Also diese zwei Produkte nehme ich jetzt schon echt länger. Einmal das Eye Makeup Remover von Lavera. Das ist einfach wie so ein, ja, wie so ein Serum, was ich auf ein Wattepad gebe. Ich nehme aber auch nicht mehr normale Wattepads, sondern nehme immer so wiederverwendbare, die ich wasche. Also ich habe so ein bisschen größere von Echo You und die gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Die habe ich einfach in so einem Netz im Bad hängen und wasche die dann, wenn ich die verwendet habe. Und ansonsten habe ich noch einen Beutel, da sind so dickere Washis, nennen die sich drin. Das ist wie so Frottee, leider mit Mikroplastik wegen Mikrofaser und dann geht das wieder ins Grundwasser. Also es ist nicht die optimale Lösung. Aber wenn ich mal so richtig doll geschminkt wurde, weil ich Model auch nebenbei, dann muss ich damit leider arbeiten, um das alles wegzubekommen. Genau, und dann gebe ich halt diesen Eye Makeup Remover auf die Pads und lasse es so kurz auf den Augen einwirken und dann gehe ich halt in kreisenden Bewegungen und mache das weg nach und nach. Und am Ende wasche ich mein Gesicht auch schon länger mit dem Careful Cleansed von Skinbiotic. Das mit Probioticas und ja, so ein bisschen als würde was in der Haut arbeiten. Ich finde die sehr gut, die beiden Produkte. Wie gesagt, nehme ich schon länger. Und wenn ich mal Make-up drauf habe von dem Job, das ich gar nicht abbekomme, weil ich nehme ja sonst nur Naturkosmetik, die auch ganz leicht mit Wasser und ein bisschen Seife theoretisch abgeht. Und manchmal habe ich halt echt richtig Chemie auf dem Gesicht von den Jobs. Dann nehme ich von Essence Express Eye Makeup Remover Waterproof. Das ist keine Naturkosmetik, aber macht halt wirklich alles weg. Also langanhaltenden Lippenstift, der sonst nicht abgeht und weiß was ich. Ich nehme das, glaube ich, schon seit ich 14 bin für so Sachen, die nicht abgehen und es ist immer noch echt gut. Also ein Tipp. Und die machen auch keine Tierversuche. Dann zum Eincremen nehme ich jetzt schon länger dieses Spray Bright Head Face Mist. Das ist sehr hochwertige Naturkosmetik. Und von Xeno nennen die sich. Hier auch nochmal die Creme, Gesichtscreme von Xeno. Und das hier ist mit Gurkenwasser, also super viel Feuchtigkeit. Und die Creme gibt dann auch nochmal weiter Feuchtigkeit. Das kann man auch zwischenzeitlich nehmen oder einfach mal aufs Make-up drauf machen. Also die beiden Sachen finde ich mega. Und die kriegen jetzt auch bald ein Siegel. Also ist noch ein ganz kleines Start-up aus Hamburg. Und ja, mega. Die finde ich wirklich sehr gut. Und die haben auch zwei so kleine Öle. Einmal Marulaöl und einmal Jojobaöl, genau. Und die kann man einfach da mit reingeben in die Creme sozusagen. Also man macht dann ein bisschen was auf die Hand und ein bisschen Öl und dann verteilt man das insgesamt, wenn man so ein bisschen fettigere Cremes möchte. Also manche Haut ist ja schon fettig, da sollte man dann Öle weglassen. Aber meine braucht sehr viel Feuchtigkeit und auch Fett und da sind die Öle echt manchmal sehr perfekt für. Dann komme ich zu meiner Zahnpasta. Ich nehme jetzt schon länger von Lavera die Naturkosmetik Whitening Zahnpasta. Ich habe auch schon ein paar gefragt, warum meine Zähne so weiß sind. Ich denke, dass es auch daran liegt. Da ist kein Mikroplastik drin und auch sonst keine Chemie und wird in Deutschland hergestellt und ist vegan und ja, alles, was Lavera so macht, mega gut. Dann nehme ich, wenn ich manchmal Make-up drauf mache, davor dieses Arganöl. Dafür, das ist von Jungglück, dafür gebe ich ein bisschen, so 3 Tropfen auf die Handflächen, nehme dann meistens noch dieses Spray von Xeno vorher ins Gesicht oder sprühe es mir auch in die Hand und dann verteile ich das insgesamt, weil Öl kann nur auf feuchte Haut aufgetragen werden, weil sich das damit verbindet, dann mit der Haut, sonst liegt es einfach nur so fettig auf der Haut auf. Und deswegen finde ich dieses Arganöl auch mega gut. Halt auch Naturkosmetik und vegan und ohne Tierversuche. Also alles, was ich nehme. Dann komme ich zu Deo. Ich nehme jetzt schon länger von Ponyhütchen die Sorte Kuscheldecke. Das ist eine Deo-Creme. Die kann man einfach mit dem Finger so ein bisschen rausnehmen und dann unter die Achsel schmieren. Und bei mir hilft das super. Also ich tanze damit, ich gehe damit feiern und es riecht halt so lecker. Man kann die auch in kleinen Probiergrößen bestellen. Dann kann man die erstmal testen. Es gibt ganz viele Sorten.
Und wenn ich mal unterwegs bin, bei einer Party oder auf einem Job, wo ich jetzt nicht auf meine geschwitzte Achsel nochmal Creme drauf machen will, dann nehme ich ganz oft von CD das Glücksgefühl Orangenblüten, weil das ist auch ohne Tierversuche, die setzen sich gegen Tierversuche ein und ohne Aluminiumsalze und das kann man einfach dann darüber sprühen. Damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Und wenn ich mal trockene Stellen an der Haut habe, dann nehme ich gerne von Garnier Bio die Bio-Arganöl-Creme Rescue Balm. Das ist schön dickflüssig, also so trotzdem aber cremig, lässt sich gut verteilen. Das gebe ich halt zum Beispiel auch bevor ich Selbstbräuner auftrage, mache ich das an die rauen Stellen. Dann kommt jetzt schon meine Haarpflege. Da werde ich sehr, sehr oft nachgefragt. Ich habe sehr lange nur die Aveda-Produkte genommen und habe mich an keine Naturkosmetik mehr rangetraut, weil das mit blondierten Strähnen ganz oft schwierig ist. Dann kriege ich die nicht mehr durchgekämmt. Aber ich habe jetzt Lösungen gefunden, wie ich noch Naturkosmetik und noch plastikfreier unterwegs sein kann. Ich teste jetzt schon ein paar Tage die Rosenrot Shampoo Bits. Das ist einmal das Kur-Shampoo, das habe ich jetzt auch heute genommen. Ist einfach wie so eine feste Seife, die rubbelt man dann so an die feuchte Hand und verteilt das im Haar und die Haare werden auch super sauber, wie ihr seht. Ich habe keine fettigen Haare. Und dann gibt es auch noch das Kornblumen-Zitronen-Shampoo von Rosenrot. Das ist ein festes Shampoo, auch 100% biologisch abbaubar, 0% Plastik, vegan, Naturkosmetik und wird in Deutschland hergestellt. Also falls ihr noch Shampoos sucht, die nicht in Plastik sind, sondern unverpackt, dann finde ich die echt super. Mir haben die immer so viele empfohlen, dass ich gesagt habe, ich teste die jetzt auch mal und trau mich. Und man kriegt sie auf jeden Fall super durchgekämmt. Als Conditioner und Kur nehme ich immer noch diese Aveda-Produkte, Damage Remedy, weil ich habe damit gelernt in der Friseurausbildung und finde die super. Da sind Proteine drin, die das Haar stärken. Sie sind natürlich und sie stellen nur mit Windkraftenergie her, ohne Tierversuche etc. Also die nehme ich immer noch weiterhin, bis ich einen unverpackten Conditioner auch noch gefunden habe. Bevor ich diese Shampoo-Bits genommen habe, habe ich mich auch länger an dieses Shampoo hier rangetastet. Hey Organic. The Hairdresser Everyday Care Shampoo Kaktus. Und das ist auch vegan, ohne Tierversuche und in Deutschland hergestellt. Und das finde ich auch super. Also, es ist echt ein großer Pumpspender. Es hält ewig. Und den Conditioner fand ich leider nicht so gut, aber das Shampoo kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also, wer jetzt mit denen nicht zurechtkommen sollte, mit den unverpackten Shampoo Bits, dann testet nochmal dieses. Nachdem ich die Haare gewaschen habe, tue ich immer nochmal von Aveda das Brilliant Damage Control, das kennt ihr bestimmt auch schon von mir, rein. Das ist ein Hitzeschutz und auch, damit ich die Haare besser kämmen kann. Und das nehme ich auch schon echt lange. Ja, jetzt das Thema Duschen. Ich habe bis jetzt noch keine unverpackte Seife gefunden, die meine Haut nicht super doll ausgetrocknet hat. Also falls ihr da irgendeinen Tipp haben solltet, welche ihr nehmt und gar nicht austrocknet, sagt Bescheid. Ich mag gern so öligere Sachen. Aktuell nehme ich das Duschgel von No Planet B, das ist eine ganzheitliche Firma, die die Welt verändern wollen. Die nehmen ganz viel so Unkraut und verarbeiten das zu Kosmetik. Mega cool. Also hier ist zum Beispiel Bio-Mädesüß und Bio-Mandarinenschale. Also alles wie so, als würden sie Sachen, die sonst weggeschmissen werden, verwenden, was mega cool ist. Diese Verpackung ist aus 97% Altplastik. Also es ist zertifizierte Naturkosmetik, plastikneutrales Produkt und ja, also echt ein tolles Konzept gibt es jetzt neuerdings bei DM und die teste ich im Moment und finde die echt mega lecker alle. Also das hier riecht halt so nach Mandarinenschale und davon gibt es auch noch die Bodylotion. Die Bodylotion nehme ich jetzt auch schon ein paar Tage, die ist schon so ein bisschen verbeult. Für seidig schöne Haut mit Bio-Klatschmohn, Bio-Haferextrakt und Bio-Sonnenblumenöl. Ich finde, die Sachen riechen so abgefahren. Also testet die auf jeden Fall mal bei DM und ja, tolles Projekt auf jeden Fall. Dann habe ich jetzt auch schon länger dieses Körperöl von Oliveda getestet. Die haben drei oder vier verschiedene Sorten. Die riechen unfassbar lecker. Also Felix meinte auch, oh, nach was riechst du denn, als ich das erste Mal drauf hatte? Das hier ist jetzt zum Beispiel Lavendel, Vanille und es riecht halt so, so gut und man hat mega reichhaltige, gepflegte Haut. Man kann das einfach auf die leicht feuchte Haut nach dem Duschen auftragen und dann ist man fertig damit. Mein letzter Punkt ist Thema Sonnencreme. Das ist bei Naturkosmetik ja total schwierig, weil die meisten sind sehr, sehr weiß und dann sieht man echt komisch aus. Ich habe jetzt die letzten Jahre von Annemarie Berlin die 30er Sonnencreme genommen.
Aber ich möchte mich jetzt auch nochmal durchtesten, weil die reinen Naturkosmetik-Sonnencremes sind natürlich noch besser, weil hier ist ein synthetischer Filter drin. Die sind immer noch wegen hormonell verändernden Sachen sehr verpönt. Und deswegen werde ich mich jetzt nochmal an die Spike-Sonnencreme und an die I&M-Sonnencreme rantesten und mache bestimmt auch ein Video darüber, damit ihr auch seht, wie die sich verteilen lassen, ob die wirklich nicht weiß sind, weil Justine hat sehr von denen geschwärmt und ich bin gespannt, die zu testen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war jetzt kurz und knackig, alles gezeigt. Ich verlinke euch auch alle Sachen nochmal unten in der Infobox und ich würde mich freuen, wenn ihr meine nächsten Videos auch gucken würdet und wünsche euch einen wunderschönen Tag.